Grüße aus dem Nerdroom, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es wieder um C64 Basic. Wenn euch das Thema interessiert, dann abonniert meinen Kanal, da gibt es jede Menge Videos und da verpasst ihr dann auch nichts mehr. Ja, ich mache heute mit meinem Dungeon-Projekt so ein bisschen weiter und ich habe mir überlegt, ich mache heute einfach mal so ein bisschen Aufräumarbeiten und äh, ja, ich gucke mal. Ich habe eine Menge nützlicher Tipps gekriegt aus der Community, was so äh, das Richtungsblicken äh, oder Speichern angeht oder auch die Größe der Karte wie man dann noch einiges verbessern kann. Das ist relativ umfangreich. Ich weiß noch nicht, ob ich heute dazu komme. Äh, ich wollte es nur schon mal erwähnt haben. Also, äh, was ihr so in den Kommentaren schreibt, bleibt nicht ähm, unge äh, ungesehen. So. Ja. Äh, ich habe jetzt als erstes mal gedacht, wenn man jetzt mal hier so guckt, es dauert ja relativ lange. Ich drücke eine Taste und dann dauert es relativ lange, bis die Ansicht aufgebaut ist. Das will ich heute mal versuchen, so ein bisschen zu beschleunigen. Und dafür muss ich natürlich auch die Zeit messen. Dann gibt es auch so ein paar Bugs, die ich äh, gefunden habe, beziehungsweise äh, auf die ich auch aufmerksam gemacht wurde. Und zwar zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Norden gucke und äh, drehe mich dann nach Osten, was, glaube ich. Genau, dann kommt hier ein Fehler, weil ich da einen Doppelpunkt vergessen habe. Ich habe hier die Basic-Erweiterung ähm, geladen, die ich letztens vorgestellt habe. Das X-Basic Level 2 und das zeigt mir dann den Syntaxfehler direkt an. Also listet den auf. Sieht man hier. Und der Cursor steht direkt an der Stelle, wo der Fehler aufgetreten ist. Das ist total praktisch. Also, ich brauche jetzt hier einfach nur einen Doppelpunkt dazwischen machen. Und dann sollte das Ganze funktionieren. Ich nach Osten. Wunderbar. Dann gab es noch einen. Anzeigefehler, den hatte noch jemand bemerkt, den habe ich erst gar nicht gesehen, aber dann ist er doch aufgefallen. Und zwar, wenn man jetzt mal guckt, also zwei Ebenen nach vorne in der Blickrichtung und dann links, da ist ein Block, der ist aber eigentlich gar nicht da. Wenn ich jetzt mal hier nach hier gucke, der Gang müsste ja jetzt zu sein, da müsste ja jetzt eine Wand sein. Wenn ich hier von der Ecke her gucke, dann äh, sieht man da hinten ist dieser Block. Und ähm so, ich drehe mich nochmal um. Jetzt muss ich mal eben schauen, ob ich den Fehler hier irgendwie reproduzieren kann. So, genau. Ach ja, ich kann auch nicht rückwärts gehen, wenn ich nach Osten gucke. Den Fehler muss ich auch gleich noch beheben. Da habe ich nämlich, äh, glaube ich, äh, versehentlich irgendwo eine 0 statt ein O geschrieben, wie Osten. Deswegen funktioniert das irgendwie nicht. So, wenn ich mich jetzt rumdrehe, jetzt ist da vorne links auch ein Block, also immer zwei zwei Felder nach vorne auf der linken Seite und rechts nicht. Und wenn ich einen Schritt nach vorne gehe, dann ist links wäre gar kein Block gewesen, aber rechts. Und zwar habe ich mich da ähm, vertan mit der äh, mit der Blickrichtung. Jetzt muss ich mal eben noch mal gucken, wo das Ganze denn jetzt war. Ne, hier fing die Bewegung an. Ähm, da muss ich noch mal irgendwie. Wo war das denn? Hier, hier wird ausgewertet. Blickrichtung Osten. So, und das war zwei Felder nach vorne. Wenn ich jetzt nach Osten gucke, dann ist das die X-Position plus 2. Das heißt, ich muss hier gucken, X-Position plus 1, X-Position plus 2. So, und dann Spieler Y minus 1, das ist dann die Position, auf der man steht. Das war in Ordnung. Minus 2 ist die Position links. Und da setze ich hier das Bit 32. Also das wertige, das 32-wertige Bit. Äh, jetzt muss ich mal eben schauen. Ähm, und hier oben, <laughs> da ist irgendwie was komplett schief gelaufen. 472 plus 2. Hm. Ist das jetzt durch diese Basic-Erweiterung so komisch oder habe ich mich da tatsächlich komplett verhauen? List 470. Da müssen wir erstmal hier. Erstmal schauen. So. Ich habe mir natürlich wieder die Zeilennummer nicht gemerkt. Ist ja klar. Wie das immer so ist. SX äh, plus 2, das, das ist das. Jetzt... Fehlerhafte Dinge und hier genau, dann, dann scheint das mit diesem List-Scrolling nicht so hundertprozentig Da muss ich aber aufpassen, wenn ich da, wenn das nicht so richtig astrein rein funktioniert, dann kriege ich aber hier Probleme. Naja, so hier poke ich das Bit mit dem Wert 8 und hier mit dem 32 und ich glaube, es muss umgekehrt sein. Ich glaube, jetzt muss ich noch mal kurz, uh -huh, SY, das ist das Feld nach oben. Und ich gehe immer von links nach rechts und poke aber vom niedrigbittigen zum hochbittigen Bit. Das heißt, es muss genau umgekehrt sein, ja. So, das muss 32 sein. Und das hier, das müsste dann dementsprechend 8 sein. Und jetzt müsste die Ansicht eigentlich wieder funktionieren. Schauen wir uns doch mal eben an. Ich gehe wieder an die gleiche Stelle in meinem kleinen Dungeon hier. So. Das heißt, wenn ich mich jetzt umdrehe. Ja, jetzt sieht man links, da ist keine Wand mehr, sondern es geht geradeaus durch. Ah, rückwärts gehen kann ich immer noch nicht. Da muss ich gleich mal eben nochmal ran. Und wenn ich jetzt hier nochmal zwei Schritte rüber gehe und drehe mich wieder um, dann wird es richtig dargestellt. Ich kann links um die Ecke gehen und rechts ist die Wand. Also genau dieser Block, den man da hinten äh, sieht auf der rechten Seite, der wurde immer links angezeigt, also an der falschen Seite wobei die Karte soweit in Ordnung war, also man hätte glaube ich auch theoretisch durch den Block durchgehen können. Nicht seitwärts gehen kann man ja gar nicht, also sobald man sich umgedreht hätte, hätte man dann äh, den entsprechenden Block. Also es lag an der Blickrichtung und so Fehler behoben, fertig. <laughs> so jetzt ähm, Bewegung rückwärts gehen. Das war hier irgendwo bei 600. So und da hatte ich nämlich auch irgendwo statt O wie Osten eine Null gemacht und ich vermute, dass es daran liegt. Da ist die Eingaberoutine. Da. Zeile 626. Da muss ein O hin. Ähm und jetzt könnte es eigentlich sein, dass das schon funktioniert. Ich hoffe es mal. Also ich gucke mal nach Osten und probiere rückwärts zu laufen. So zurück. Ja, jetzt funktioniert es. So, das waren schon mal so ein paar Fehler. Ähm, jetzt wollte ich mal gucken, dass ich das vielleicht mal ein bisschen schneller kriege, beziehungsweise erstmal gucken, wie lange es überhaupt dauert. So, das hier ist der Anfang von dem Programm. Und ähm, hier teste ich die Eingaberoutine, ob die funktioniert. Und die funktioniert ja auch soweit. Das kann ich erstmal wieder rausschmeißen. Das brauche ich erstmal nicht. So, dann lese ich den Dungeon ein. Und ich glaube, ich springe immer zwischen der Zeile 15 genau und dem Rest hier hin und her. Und ähm, ja, hier wird die Karte gezeichnet und Bewegung wartet auf eine Tastenabfrage. Also ab Zeile 600 stoppt das Programm und wartet, dass man eine Taste drückt. Das heißt, zwischen der Zeile 15. Und 30 bzw. dann 29, will ich jetzt mal sehen, dass ich vielleicht ähm, die Zeit mal stoppe, wie lange das dauert. Dazu lege ich mir eine Variable an: t1 gleich Time bzw. TI. Das mal als erstes. Da lege ich also jetzt in die Variable t1 die aktuelle Zeit, die der interne Timer vom C64 ausgibt. Der rechnet in 60 Sekunden kann das hier unten ja mal ähm, ausgeben. Ah, das ist hier so ein bisschen fuckelig jetzt mal. So, da muss ich mir jetzt dran gewöhnen. So, Print äh, Time, beziehungsweise man kann auch einfach Ti schreiben, das geht auch. Und da sieht man, der zählt intern hoch, der zählt 60. Sekunden pro Durchlauf. So. Das heißt, ich speichere mir hier den aktuellen Zählerstand in die Variable T1 und dann würde ich hier in die Zeile Einfach 29. Einfach ausgeben äh, den Wert von Time, bzw. Ti, minus T1. Also nachdem das ganze Geraffel hier, Karte analysieren, Rahmen zeichnen und Ansicht zeichnen durchgelaufen ist, gebe ich dann aus äh, den aktuellen Zählerstand minus den vorher gespeicherten, das heißt die Differenz zwischen den beiden, und kriege dann hoffentlich jetzt angezeigt, wie lange das Ganze denn jetzt so dauert. So, 51. Ich drehe mich mal. 50. 50. 53. Also sind immer, jetzt sind jetzt 47, 60 Sekunden. Das heißt, ähm ja, etwas unter einer Sekunde sind wir da. Kommt halt auch immer darauf an, wie viele Blöcke angezeigt werden müssen. Diese Prints, die schlucken natürlich relativ viel. Performance, da müsste ich vielleicht auch mal dran. Und vor allen Dingen, man sieht hier immer, dass der komplette Rahmen mit aufgebaut wird am Anfang. Das müsste ich eigentlich auch mal rausmachen. Ja, ich würde sagen, da kümmere ich mich jetzt so als erstes mal drum. Dass nur, dass der Rahmen einmalig gezeichnet wird und bei jedem Schritt nur das Innere von diesem Rahmen neu gezeichnet wird. So. Da muss ich mir den Anfang nochmal eben angucken, denn ich habe das Rahmenzeichnen hier einzeln gemacht und die Ansicht zeichnen auch. Und das Rahmenzeichnen, das muss ich jetzt allerdings machen, bevor hier diese Schleife, diese Spielschleife losrennt, die hier zwischen Zeile 15 und Zeile 35 immer wieder abgearbeitet wird. Ähm, damit der halt nicht immer mitgezeichnet wird. Das heißt, ich mache den Ghost Up 100 irgendwo hier vorne vor der Zeile. Ähm, da wird er dann schon eingelesen. Da gab es noch eine Ausgabe. Das verschiebe ich mal in Zeile 13 und mache das dann in Zeile 14. So. Ich kann ja hoch und runter scrollen. Das vergesse ich immer. <laughs> so. Äh, und die Zeile 20 Rahmenzeichnen, die kann ich dann natürlich rausschmeißen. So. Jetzt mal gucken. Das wird jetzt komisch sein. Ja, jetzt. Zeichnet er den Rahmen nicht mit, aber man sieht schon, 36, der ist jetzt allein dadurch, dass der Rahmen nicht mitgezeichnet wird, eine Menge Zeit gespart worden. So, der Rahmen wird jetzt allerdings wieder gelöscht. Das müssen wir natürlich auch mal irgendwie so ein bisschen verhindern, würde ich sagen. Das Löschen mache ich einmal hier. Das heißt, hier lese ich den Dungeon ein. Der wird dann auch ausgegeben. Ah, dann mache ich jetzt hier einmal den Bildschirm löschen. So. Und hier unten springe ich statt Bildschirm löschen nur noch mit der äh, Home-Taste einmal in die obere Ecke. Vom Bildschirm. Dann wird der Bildschirm nicht gelöscht. So. Ja, sehr gut. Aber was jetzt natürlich nicht passiert, ist, dass... Das Innere gelöscht wird von diesem Rahmen. Sieht man hier. Also jetzt zeichnet der Wild alle Blöcke einfach übereinander, ohne die alten Blöcke zu löschen. Das heißt, ich muss jetzt in dieser ganzen Ausgaberoutine einmalig das Innere von diesem Rahmen löschen. So, das machen wir als nächstes. Äh, wo passiert das denn? Dungeon-Rahmen aufbauen. Direkt da ab Zeile 100. Ne, das ist Dungeon-Rahmen. Genau, da. Dungeon-Ansicht aufbauen. Ab Zeile 120. Ja, gut, dass ich mir das alles so notiert habe. <laughs> ja, so Kommentare im Code sind wirklich äh, eine gute Sache. So. Hm. Da unten wird diese ganze Ansicht aufgebaut. Das heißt. Ah, ja. Wie läuft das denn nochmal? Jetzt muss ich nochmal eben kurz. Genau, hier unten wird analysiert, was in diesen beiden Bytes drin steht. Und je nachdem, welches Bit gesetzt wird, springt er dann oben in meine dungeon ansicht aufbau Geraffel routine hier an die entsprechende Stelle, zeichnet dann den entsprechenden Block dahin mit Eski-Zeichen und springt mit Return zurück. So war das, genau. Und ähm, da muss ich hier ja quasi am besten an dieser Stelle hier, also weiß ich nicht, in 200 265, äh, muss ich erstmal gucken, wo habe ich denn noch Platz? Ich springe also, bevor ich das mache, einmal eine Sache an, die wie hier oben nicht Blöcke zeichnet, sondern einfach Leerzeichen, um diesen Inhalt zu löschen. Und da habe ich hier Platz zwischen Zeile 210 und 250. Da würde ich doch sagen, springe ich nach 215. Und dafür nehme ich die 265. So, 265, Ghost Up 215 war das, oder? 215. <laughs> ja, wunderbar, genau. 215. So, und in der Zeit 215, da lösche ich das jetzt. Da mache ich jetzt mal eben, um das zu testen, einfach hier den kompletten Bildschirm platt. Und schauen wir, ob das jetzt wieder einigermaßen funktioniert. Genau, jetzt wird natürlich der Rahmen wieder mitgelöscht. Genau, das ist schon mal so in Ordnung. Das heißt, da oben, hier müsste ich jetzt sozusagen das gleiche machen, was ich hier oben überall tue. So, dann würde ich sagen, dass hole ich mir dann mal runter. 215, 220. Ich lass mal so ein bisschen Platz. Bis wohin habe ich denn überhaupt Platz? Bis 250. Das sollte ja reichen. So. So, jetzt. Ach, der schiebt ja nicht automatisch nach vorne. Hm. Ja, ist ja klar. Äh, egal. So, jetzt, äh, was mache ich da oben? Ich mache, glaube ich, erstmal einen Farbwechsel auf weiß. Dann bin ich jetzt mit dem Cursor, mit der Cursorposition an der oberen linken Ecke von dem Rahmen, also auf dem Rahmen drauf. Das heißt, ich muss jetzt erstmal einen nach unten und einen zur Seite. Dann war der Rahmen zwölf lang, glaube ich. Das gucke ich aber jetzt noch mal nach. Ähm ja, wie mache ich das am besten? Daten abbrechen. So, mal eben gucken. Ich hatte, meine ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zeilen und ich meine 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, genau, 12 Zeichen breit. Das heißt, ich muss jetzt 12 Leerzeichen machen. Äh, erstmal den Grafikmodus wieder an. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann muss ich mit dem Cursor einer unten, damit er 12 zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann wieder 12 Leerzeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ein runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12. So, jetzt habe ich die ersten drei Zeilen oben gelöscht. Fehlen noch. Ähm, Ah, die mache ich aber jetzt nur mit einem Platz hier. So, kann ich jetzt einfach oben raus und dann gehe ich wieder hoch. Tatsächlich, ja, geht. So. Äh, so, drei Stück. Hier an der Stelle. Muss ich jetzt auch mal eben gucken. Ja, ja hier muss ich jetzt noch zwölf zurück. Ich glaube, das passt nicht. Also erstmal den Farbwechsel brauche ich hier natürlich in diesen beiden Zahlen nicht mehr machen. So, ich gehe einen runter und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, passt nicht, verdammt, die Zeile zu lang. Ah, es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn das einfach so funktioniert. Naja, dann lösche ich hinten die 12 mal weg. Ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 zurück. Den macht er jetzt nicht. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, runter, zurück, zack, runter, zurück, dann als nächstes, das ist so in Ordnung, wieder 12, 12, 12, dann runter, 12, zurück, hoffentlich habe ich mich jetzt dann nirgendwo verzählt, ey. Runter, 12, zurück, so, wie viel habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Runter. Und 23, 57. Nee. Ja, brauche ich noch eine Zeile, komme ich nicht drum rum. Ähm, 22 23 nehmen wir einfach die hier und da brauche ich nur noch einmal runter, wieder zurück, dann die 12 Leerzeichen machen. Dann kann ich das Ganze hier beenden und mit return wieder raus. So, um die Verwirrung komplett zu machen, scroll ich noch mal unten raus und wieder oben rein, um zu gucken. Ob ich jetzt auch so weit alles richtig habe. Also, ah, ich bin ein bisschen heiser. Ähm, vielleicht sollte ich mal ein bisschen Kaffee trinken. Weiß ja jeder, bei Heiserkeit hilft nur schwarzer Kaffee. Auf keinen Fall Tee, lasst euch da nichts erzählen. So, also, hier habe ich einen Block, zwei Blöcke, Blöcke, zwei Blöcke, Blöcke, drei. Drei Blöcke, dann gehe ich wieder zurück. Vier, dann gehe ich wieder zurück. Fünf, dann gehe ich wieder zurück. Sechs, dann gehe ich wieder zurück. 7, zurück. acht, zurück, 9. Ja, alle da. Sollte funktionieren, aber wie das immer so ist. Au, oh, da ist schon was schief gelaufen. Ah, Moment. Moment. Da löscht er ein Stück Rahmen mit. Halt, da bin ich schon viel zu weit. Also, mit dem Scrollen ist wirklich ein Segen und ein Fluch. Mal gut, mal nicht so gut. Ich muss natürlich hier am Ende immer noch ein Semikolon machen, damit er nicht nach dem Print ne, eine Zeile runterspringt. Also einen Zeilenumbruch macht. So. So. An dieser Stelle brauche ich das nicht, weil da ist er soweit fertig und dann. Am Anfang von jeder Routine springt ja wieder diese X- und Y-Position an. Auch da habe ich einen super Tipp gekriegt. Ähm, da gibt es auch Pokes, mit denen man die Cursor-Position setzen kann. Äh, das wollte ich noch umbauen. Das mache ich vielleicht noch. Ich weiß nur nicht, ob ich das heute noch mache. Ähm, so. Ich glaube, äh, vom Benutzer Kackfass. Also, da habe ich äh, sehr viele Tipps bekommen. Der kommt so aus der. Äh, aus der Assembler-Ecke, glaube ich. Und gerade so mit der ganzen Bitverschiebung und sowas, da waren echt ein paar spannende äh, Gedankengänge dabei. Fand ich echt super. So. Hm, da läuft aber immer noch irgendwas schief. Guck mal, da links wird überhaupt nicht gelöscht. Irgendwas, irgendwo habe ich mich verzählt, wahrscheinlich. So. Hm. 1, mmh. 12, 19, 12, 12. 4, 5, 12, 12. Das sind dann auch 12. 19, 11, 12, 5, 5, 12. 19, 11, 12, 19, 11, 12, Da habe ich mich schon mal nicht verzählt. Bei den Leerzeichen vielleicht. 12, da habe ich mich verzählt. Und das zieht sich dann wahrscheinlich komplett runter. Oder habe ich mir jetzt woanders noch verzählt? Nee, da ist noch irgendwo.

schon ganz okay aus. Jetzt fehlt allerdings hinten dieser äh, dieser Streifen am Horizont noch. Den sollte ich da vielleicht noch hinmachen, weil den fand ich eigentlich ganz okay so. Wollen wir noch mal gucken. Wir haben neun, das heißt, er müsste, der, der vierte der vierte Leerstring müsste das sein. Eins, zwei, drei, vier. Dieser hier. So, da muss ich erstmal die Farbe ändern auf Grau. Welches war das denn wohl? Hm. Muss ich mal hier, ähm, hier das Rot. Dunkles Grau. Commodore 4. Commodore 4 und dann... So. Na, verdammt. Einer zu hoch, würde ich sagen. So, gehen wir mal runter. Zeile 200. Da. Das heißt, das muss nicht da gemacht werden, sondern hier. Also nochmal, Commodore 4. Und da müssen wir das wieder wegmachen. So. Wieso springt er denn da unten immer einmal hoch und runter? Ah, das ist, wenn, äh, wenn die Außenbereiche nicht gezeichnet werden, also die Blöcke, die links und rechts direkt nebenein sind, dann kommt die Ausgabe meiner Zeit unten eine Zeile weiter oben, weil er dann unten die beiden, sieht man hier, die beiden äh, Schrägen da nicht zeichnet. Deswegen jetzt hat, war ich gerade ein bisschen verwirrt. Naja, auf jeden Fall so ein bisschen Zeit haben wir allein dadurch jetzt schon eingespart. Dass wir nicht immer diesen ganzen Rahmen noch mitzeichnen, mit dieser Schleife und so. Das heißt, das läuft schon mal so ein bisschen flotter. Ist noch nicht so super schnell, aber ist halt basic. Das kriegt man auch nicht so super schnell. Ähm, ja, bis dahin schon mal ganz gut. Jetzt habe ich noch einen Tipp gekriegt. Äh, und zwar hier, ab Zeile 270. Da prüfe ich ja ab, ob hier ein bestimmtes Bit gesetzt ist in diesem Register, in dem Register 828. Da speichere ich einfach äh, bitweise hin, welche Blöcke angezeigt werden sollen und welche nicht. Und hier prüfe ich das immer ab, indem ich dann äh, den Inhalt des Registers mit 1 binär verknüpfe und das Ergebnis dann überprüfe. Das müsste in diesem Fall 1 sein, in dem Fall 4, in dem Fall 2, in dem Fall 8 und so weiter. Aber ich kann mir diese, diesen Vergleich auch sparen. Dieses gleich 1, gleich 4, gleich 2 und so weiter, das kann ich mir sparen, weil die If-Abfrage, die fragt ja intern im Prinzip nur ab, ob die Bedingung 0 ist, dann ist sie falsch oder nicht 0, dann äh, funktioniert es. Deswegen lösche ich das hier mal raus und hoffe, dass es danach dann trotzdem immer noch funktioniert. <laughs> So ich muss mal eben gucken, wer hatte mir den Tipp denn eigentlich gegeben? Ähm, Sangira, sangra oder so. Ähm, ich ich habe mir den Nick irgendwo. Ich schaue mal schnell nach, kein Augenblick. Das äh, soll hier nicht unerwähnt bleiben. Ich hätte es mir natürlich auch mal mich vorbereiten können, das vorher aufschreiben können. Immer so das Problem, ich habe so ein bisschen so ein Namensproblem. Ich kann mir ganz schlecht Namen merken. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Habt ist auch schon mal? Ähm... Sengir. Sengir war es. Genau. Sengir hat mir den Tipp gegeben. Äh... Und ich habe das ja auch schon mal äh, so benchmark-technisch ein bisschen getestet und so einen Vergleich einzusparen. Das bringt richtig Zeit. Bin mal gespannt, ob sich das auch bei so ein paar IF-Abfragen. Also ich habe es mit 100 If-Abfragen getestet, glaube ich. Und äh, ich bin mal gespannt, ob sich das jetzt hier auch schon rentiert, wenn ich hier diese 10 oder was das sind, rausnehme. Ich guck mal, geht es jetzt noch? Ja. Ja. Ja, doch. Na gut. Hm. Ich bin jetzt natürlich mal so einen anderen Weg gegangen. Es kommt natürlich, wie gesagt, auch immer darauf an, wie viele Blöcke angezeigt werden. Das ist ja auch noch so ein Problem, dass hier immer alle Blöcke gezeichnet werden. Vielleicht sollte ich mir hier hinten mal so einen Maximumraum machen, wo wirklich alle Blöcke gezeichnet werden, um das mal richtig vernünftig vergleichen zu können. Obwohl jetzt kann ich es ja auch nicht mehr vergleichen. Das ist ja quasi jetzt schon geändert. Also, ich habe das Gefühl, dass es vielleicht noch mal so ein bisschen einspart, aber das kann natürlich auch einfach nur so ein Gefühl sein. Aber jede äh, Millisekunde zählt. So. So, ich mache jetzt hier einfach mal in meiner Dungeon-Karte hier hinten so einen kompletten Block rein. So. Damit, wenn ich jetzt hier von. Na, hier mache ich auch das Ding mal wieder so da rein. Wenn ich von hier aus jetzt ähm, in die Richtung gehe. Ja, ich habe ja kein passendes Zeichen, also in die Richtung gucke und laufe in diese Richtung, dass ich, wenn ich an der Stelle hier stehe vor der Wand, dann werden wirklich alle möglichen Blöcke gezeichnet, die es ähm, zu zeichnen gibt, also alle Ansichtsblöcke, sowohl die neben mir als auch die vor mir. Und ähm, ja, mal gucken, wie lange er dafür dann braucht. So, ich gehe jetzt also hier einfach vorwärts. Nee, gehe ich nicht? Halt, ich muss mir erst rumdrehen. So oh, nach Osten muss ich gucken. So, ich gehe hier vorwärts. So, und Der nächste Schritt erzählt ja 56. Also bei allen Blöcken zeichnen braucht er fast eine Sekunde. Hm. Das würde mich jetzt aber mal interessieren, wie viel das jetzt vorher gewesen wäre. Ich speichere das äh, Projekt mal ab: äh, Dungeon Time. Und ich habe diese Basic-Erweiterung, da muss ich, glaube ich, selbst Stern machen. Ja, ein für Kaffee. Ah, warten. Aber wir sind ja als C 64 Benutzer alle äh, leid geprüft, was Warten angeht. Es könnte schlimmer sein, ich könnte es auf Dataset abspeichern. So, und ja, ich weiß, im Emulator kann man auch das Laufwerk einfach schneller machen, aber dann hört man auch die Geräusche nicht mehr und ich finde es schon ganz angenehm, wenn man ab und zu mal ein bisschen warten muss. Vor allen Dingen, weil ich jetzt später damit anfange, diesen ganzen Dungeon und so weiter in Dateien zu speichern, dann will ich natürlich auch wissen, wie lange dauert das, diese ganzen Sachen wieder zu laden, wenn man auf dem Original C64 arbeitet. Weil es nützt mir nichts, wenn es im Emulator schnell läuft, aber auf dem C64 Maxi schnell läuft, aber auf dem Original C64 wartet man sich dann hinterher in Wolf. Das ist ja auch nicht so, ähm, so schön dann. Ähm, ja, hat das abgespeichert? Verify. Ah, muss ich auch einen Stern machen. Also, diese Basic-Erweiterung hat den Load-Befehl, den Save-Befehl und auch den Verify-Befehl ähm, umgelegt, dass er immer mit Datasette arbeitet. Die Datasette dann aber schneller arbeitet als normal. Ähm, Deswegen muss man immer einen Stern dahinter machen. Es gibt auch so Abkürzungsbefehle. Man kann auch einfach so einen Slash machen und den Dateinamen. Das hat allerdings bei mir beim Testen nicht so gut funktioniert beim Laden. Irgendwie. Keine Ahnung. So. Ich hoffe, dass das jetzt. Ja, ist gespeichert. Okay. Dann kann ich ja jetzt mal kurz nochmal das alte Projekt reinladen. Dunton Time, genau, das war dieses hier. Stern. Da ändere ich die Karte jetzt auch, Mach mal eben diesen Timer da rein und gucke mal, wie lange das dann gedauert hätte. Also, jetzt gerade waren wir, glaube ich, bei 55. Ich glaube, ja, fast eine Sekunde, 55 oder so. Bin mal gespannt, ob das jetzt generell Zeit gebracht hat, dieses Ganze. Ich denke mal, mit dem Rahmen ausgeben hat mit Sicherheit was gebracht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da irgendwas, ähm, das jetzt genauso schnell arbeitet wie vorher. Das ähm, dürfte es eigentlich nicht. Das wäre doch sehr komisch. Aber man soll den Teufel ja nicht an die Wand malen. Jetzt muss ich nur mal kurz überlegen, wie war das hier. Äh, äh, genau, ich hatte das äh, Rahmenzeichnen einfach nach hier oben gelegt. Äh, Zeile 12 kann ich wegmachen. Wo oh, wäre jetzt auch egal gewesen? Das hier, das kann ich, ja komm, das schiebe ich in die Zeile 12. Und die Zeile 14 mache ich dann das, ähm, kann ich doch hier unten einfach Rahmen zeichnen. Da. 14. Dann durfte hier der Bildschirm nicht gelöscht werden. Nee, Quatsch, doch, natürlich. Nein! <laughs> Was mache ich denn? Oh, ich bin schon wieder hier. Maximal verwirrt. Ihr merkt das schon. So, ihr, den Rahmen, der wird hier vorher gezeichnet. Äh, doch, genau. Hier durfte ich den Bildschirm nicht löschen, weil sonst lösche ich den Rahmen ja direkt wieder mit. So. Und außerdem, wieso baue ich das denn um? Ich will das doch gar nicht umbauen. Was mache ich denn? Wieso haltet ihr mich denn nicht auf, wenn ich hier so komischen Quatsch mache? So, Moment, wo war äh, Rahmenzeichnen? Karte analysieren. Rahmen zeichnen. Ja, 17 oder sowas. Ich hab doch hier, ich will das auch jetzt nur die Zeit testen. Ich will doch alles so. Halt, stopp, alles bleibt so wie es ist, quasi. So, genau. So, nochmal. Ich wollte doch hier einfach nur äh, irgendwo mal eben die Zeit stoppen. Also T1 gleich äh, Time. Und wenn er fertig ist, vor der Bewegung, also in Zeile 26, mal eben Time minus T1 ausgeben. So. Genau. Und die Karte noch ändern. Sollte doch nur ein Test sein. Äh. Naja, so. Ein bisschen Karte editieren hier. Zack. Und los geht's. Ich muss erstmal wieder rumdrehen. Ich muss mich jetzt aber nach Süden rumdrehen, weil die Bugs noch nicht raus sind. Jetzt gehe ich vorwärts. Und jetzt. Ja, 78. Also deutlich über eine Sekunde. Ich kann leider nicht rückwärts gehen. Der Fehler ist noch drin. Drehe mich noch mal komplett rum. So. Und jetzt noch mal. 77. Ja. Also deutlich Zeit eingespart. Allein dadurch, dass der Rahmen nicht mehr gezeichnet wird. Und äh, jetzt gucke ich nochmal eben, was denn nur dieses Rahmenzeichnen denn da jetzt gemacht hätte. Indem ich den Rahmen einfach überhaupt nicht mehr mitzeichne. Da brauche ich, glaube ich, nur die Zeile 20 rauslöschen. Nee. Da haben wir trotzdem mitgezeichnet. Das habe ich raus. Oh nee, ich habe irgendwas anderes rausgeschmissen. Was habe ich denn jetzt rausgeschmissen? Hm, habe ich mir nicht gemerkt, was ich rausgeschmissen habe. Verdammt. Ah, komm, ich lade noch mal. Ist ja, wir haben's ja. Äh, Dungeon hieß das Ding. Habe ich auch Zeit, Kaffee zu trinken? Ja, in meiner ganzen Verwirrtheit hier wieder. Manchmal ist das ganz schlimm. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist das Alter. Aber, nein, Quatsch. Es ist einfach, weil ich immer verwirrt bin, wahrscheinlich. So, L-Shift-I zum Listen. Was habe ich denn gelöscht? Doch, Rahmen zeichnen. War doch richtig. Wieso hat er ihn dann trotzdem noch gezeichnet? Es ja, ist schon mal eigenartig, aber es ist auch okay, kann man so machen. So: ähm, Doppelpunkt T1 gleich Time und ähm, vor der Bewegung wahrscheinlich habe ich das vorhin gelöscht. Äh, Zeile 26: 26: Print Time minus T1. Und Karte noch mal ändern. Und vielleicht behebe ich noch schnell den Bug mit dem Rückwärtsgehen, dass ich so ein paar Mal hier vor und zurück gehen kann. Ähm, das müsste irgendwo unten ab Zeile 600. Hier wird noch mal ein bisschen rumanalysiert. Bla, 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 bla. So, da. Ähm da. Und Blickrichtung ist 0, genau. Die ist Osten. So. Jetzt wird nur das Innere gezeichnet. Ja, jetzt sind wir wieder bei 52. Also dieser Rahmen, der scheint schon das Ausschlaggebende zu sein. Was jetzt halt noch kommt. Ja, und äh, es fehlt jetzt natürlich das innere Löschen, also es fehlt ein komplettes Print-Setup, deswegen ist das hier so ein bisschen schneller als das eigentliche von eben, wo der Rahmen gezeichnet ist. Das nimmt aber keine Zeit mehr weg, aber das Löschen, das interne Löschen von dem Dungeon, das mache ich jetzt hier einfach, indem ich den kompletten Bildschirm lösche. Und äh, deswegen geht das jetzt hier nochmal eine Ecke schneller als in dem äh, Originalprojekt. So. Äh, ja, was jetzt noch Creme wäre, dass jetzt die hinteren Blöcke gar nicht gezeichnet werden, weil ich ja quasi hier nur links, rechts und vor mir den Block sehe. Ähm, ich würde sagen, das mache ich beim nächsten Mal. Damit wir hier endlich mal zur Potte kommen. So, ich werde jetzt auf jeden Fall äh, das Ganze mal auf eine Diskette packen und werde das bei Discord ähm, mal posten. Da könnt ihr euch das runterladen. Äh, den Link zum Discord-Server findet ihr hier in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. In der Kanalbeschreibung. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr euch da auch mal blicken lasst. Lasst mal ein paar Grüße da und äh, da könnt ihr euch auf jeden Fall äh, das Projekt runterladen und äh, könnt dann selber mal ein bisschen rumexperimentieren. Ich werde allerdings natürlich nicht dieses Projekt nehmen, sondern äh, das, was ich jetzt eben gemacht habe. Also quasi äh, das, wo der Rahmen noch existiert: dieses Dungeon Time. Und. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, guckt euch auf meinem Kanal um. Ich blende jetzt auch hier noch mal ein paar Videos ein. Und ähm, ja, oh, die Sonne kommt gerade raus. <laughs> ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine gute Zeit und äh, bis zum nächsten Mal.